Heute rücken wir wieder mal die Senioren ins Rampenlicht und das in einer grossartigen Komödie von einem Schweizer Bestseller-Autor. Los geht's! Da sind wir wieder zurück, liebe Theaterfreunde. Ganz herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Stück der Woche. Ich bin wieder fleissig und habe ein Stück für euch ausgesucht und gelesen. Und das stelle ich euch heute sehr gerne vor. Es geht nämlich um das hier: Hausfreunde von Louis Easterman. Das ist ein Pseudonym vom bekannten Schweizer Autor Charles Lewinsky. In dieser Komödie geht es um zwei alte Freundinnen, die beide schon über 80 sind. Und zwar ums Gretli und um Dora. Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Da haben wir zum einen das Gretli, das ist eine ehemalige Tänzerin, die die Welt bereist hat, die sehr viel erlebt hat. Und auf der anderen Seite Dora, die eher ein bürgerlich, langweiliges Leben gewählt hat. Was die beiden aber nicht ahnen, sie haben beide mal in ihrem Leben den genau gleichen Mann verehrt. Und der Freddy, der taucht dann plötzlich auf. Und so fängt bei diesen beiden älteren Damen plötzlich auch wieder die Schwärmerei an für den auch nicht mehr ganz so jungen Freddy. Das bleibt aber nicht die einzige Turbulenz. Es gibt da zum Beispiel einen Hausverwalter, der da vom Gretli endlich mal die längst überfällige Miete einkassieren will. Es taucht die Enkelin von der Dora auf, die das eine oder andere Geheimnis hat. Und dann gibt es auch noch eine Frau, die niemand kennt, aber einfach immer wieder in dieser Wohnung steht und ziemlich verwirrt scheint. Wie passt das am Schluss alles zusammen? Ihr erfahrt es im Stück Hausfreunde. Ich habe schon mal angetönt, 4 von diesen 6 Rollen, die sind ganz klar für Seniorinnen und Senioren geschrieben. Das heisst natürlich, es eignet sich sehr gut für Seniorenbühnen, aber natürlich auch für Ensemble, wo ein paar ältere Spieler hat. Das Stück besticht vor allem durch sehr schöne Komik, vor allem auch sehr schöne Figuren, die ganz unterschiedlich sind und die sicher auch grosse Freude machen zum Spielen. Aus meiner Sicht passt das Stück sehr gut zu Gruppen, die eingespielt sind. Die 6 Rollen, die sind sehr gleichmäßig verteilt und ich glaube, da braucht es ein sehr schönes Zusammenspiel. Wenn ihr mal reinschauen wollt in das Stück, dann empfehle ich euch am nächsten Sonntag unbedingt wieder dabei zu sein. Dort zeigen wir euch nämlich einen Trailer von der Aufführung, unter anderem mit dem Trudi Roth und dem Erich Fock. Bis dahin könnt ihr euch natürlich auch die Leseprobe anschauen. Den Link findet ihr wie immer gerade hier im Post. Von mir war es das schon wieder. Ich danke euch vielmals fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.